Tag und herzlich willkommen zu diesem zweiten Let's Play mit dem Powerflow Tool der Enzoe. Wir wollen uns in diesem zweiten Let's Play mit dem nächsten Szenario beschäftigen, A Challenging Afternoon, also einem mittelschweren Szenario. Gucken wir uns das an, was auf uns als Übertragungsnetzbetreiber in Europa zukommt. Starten wir das. Was ist also die Situation? Wir haben also Montag, den 8. Januar, also wieder ein Wintertag, 1 Uhr mittags, niedrige Temperaturen, der Strombedarf ist relativ hoch, die Mittagsspitze, typischerweise der Zeitraum mit dem höchsten, mit der größten Stromlast in Europa. Wir haben also als Wetterbedingungen starke Winde in Nordeuropa, klarer Himmel, also auch ideale Bedingungen für regenerative Energiesysteme, Photovoltaik und Wind, wo natürlich im Winter nicht so, sondern nicht viel Photovoltaikleistung im Netz sein wird. Und wir wollen uns jetzt einmal ansehen, wie die Situation aussieht. Also, was haben wir? Wir haben hier unser Netz. Wir haben also in mehreren Ländern nun Verbrauchspunkte. Wir haben hier wieder die beiden Punkte in Deutschland, Norddeutschland, also Region Hamburg, Niedersachsen, dann hier im südlichen Teil Deutschlands. Wir haben in Dänemark nun auch noch einen neuen Bereich mit Onshore-Windanlagen und dann hier Kopenhagen mit 5,5 Megawatt Last. Wir haben in den Niederlanden zwei Punkte. Wir haben hier nun neu dazu bekommen Belgien mit dem Strombedarf in Belgien von 11 Gigawatt. Wir haben jetzt hier auch das neues Energieerzeugungssystem, ein Kernkraftwerk. Dann haben wir hier Frankreich, stark vereinfacht natürlich repräsentiert durch die Stromlast, 58 Gigawatt und 61 Gigawatt Kernkraftleistung, also auch das, was typisch ist für das französische Stromnetz. Und dann auf dem östlichen Teil des europäischen Netzes haben wir dann noch Polen und Tschechien, entsprechend mit den städtischen Verbrauchern an Erzeugungsanlagen Kohle in Polen, also auch das typisch, dass Polen eine hohe Produktionsleistung im Bereich der Steinkohle vor allen Dingen hat. Dann haben wir Tschechien mit einem Gaskraftwerk und einem kleinen Kernkraftwerk. Na, dann in Deutschland, was haben wir? Wenn man sich hier die Norddeutschland 35 Gigawatt Stromlast aus den Städten, 27 Gigawatt Windenergie, 11,5 Gigawatt Kohle und in Süddeutschland haben wir ein bisschen Photovoltaik und ein Gaskraftwerk. Gut, wie sieht es bei der Netzlast aus? Soweit, das Netz ist stabil, das sehen wir links, also wir sind bei 50 Hertz. Das Netz hat also die richtige Frequenz. Die Leitungen sind teilweise stark belastet, also vor allem hier von Nordost nach Südwest Holland mit 99%. Ansonsten haben wir diese Nord-Süd-Verbindung in Deutschland, die mit diesen drei Leitungen bei 80% liegt und der Strom, wie man noch sieht, fließt von Nord nach Süddeutschland. Na gut, dann wollen wir mal gucken, was jetzt passiert. Also starten wir mal die Simulation. Was ist nun zu tun? Also, a problem has been detected. Also, wir haben nun einen Ausfall einer Leitung. Wir haben jetzt hier drei Leitungen gehabt. Davon ist jetzt eine ausgefallen. Das heißt, die übrigen beiden Leitungen sind nun überlastet. Wir müssen also dafür sorgen, dass wir diese Überlast nun reduzieren. Das heißt, wir müssen nur die Kraftwerksleistung der fossilen Kraftwerke anpassen, um diese Überlast dieser Nord-Süd-Verbindung zu reduzieren, also das sogenannte Redispatching. Na gut, dann gucken wir uns das mal an, was wir jetzt hier tun müssen. Also die Simulation sagt in den Schritt, es geht um dieses Kohlekraftwerk und das Gaskraftwerk. Wir sehen, wir sind bei 50 Hertz, alles soweit gut. Na gut, dann schauen wir mal. Also, wir müssen also dafür sorgen, dass weniger Strom von Nord nach Süd fließt. Was müssen wir machen? Na gut, wir erhöhen hier in Süddeutschland mal die Leistung des Gaskraftwerks auf 8,1 MW. Und jetzt haben wir 400 Megawatt zu viel. Die Netzfrequenz ist zu hoch. Und klar, wir haben mehr Leistung im Netz als abgenommen wird. Das müssen wir ausgleichen, indem wir jetzt in Norddeutschland 400 Megawatt reduzieren. Ja, das war es auch schon. Also, das sind diese beiden verbleibenden Leitungen bei 96% Last. Das ist immer noch knapp an der Belastungsgrenze, aber
Alles gut, Problem gelöst. Ja, wunderbar, das war ja einfach. Gut, dann gucken wir mal weiter, was jetzt passiert. Also, das haben wir jetzt gemacht, aber ne, der Hinweis, in den Niederlanden haben wir immer noch ein Überlastproblem, weil diese Verbindung von Nordost nach Südwest Holland auch noch bei 100% ist. Das heißt, auch dort müssen wir versuchen, das zu lösen. Na gut, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Was müssen wir machen? Na gut, wir müssen jetzt hier wieder dafür sorgen, dass weniger Strom von Nordost nach Südwest fließt. Sondern dass wir das Gaskraftwerk hier hochfahren. Na gut, das ist ja wirklich einfach. Dann reichen nämlich 100 Megawatt, weil wir wirklich knapp an der Grenze waren. Dann sind wir hier bei 94%. Netzfrequenz liegt bei 50 Hertz. Problem gelöst. Naja, auch das war jetzt ja noch nicht so kompliziert. Wunderbar. Mal gucken, was jetzt als nächstes passiert. Also, jetzt haben wir, kriegen wir die Meldung, dass die Nord-Süd-Verbindung, die dritte Linie, hier wieder zur Verfügung steht. Das heißt, wir haben jetzt drei Leitungen von Nord nach Süddeutschland. Aber jetzt bekommen wir deutlich mehr Leistung oder jetzt haben wir deutlich mehr Leistung im Netz durch die Windenergie, die Offshore-Windanlagen in der Nordsee. Also mehr Leistung jetzt, als wir verbrauchen. Jetzt geht es darum, die Netzfrequenz zu stabilisieren bei 50 Hertz. Wir sehen das jetzt hier auch. Wir sind bei 5, wir haben 2 Gigawatt zu viel. Wir haben auch eine Überlast in den Leitungen. Also die Aufgabe ist jetzt, die thermischen Kraftwerke, Gas und Kohle anzupassen, sodass wir die Überlast loswerden und dass wir es schaffen, die Leitung auf unter 80% Belastung zu drücken. Ja, gut, dann gucken wir mal, wie wir das jetzt machen. Also, wir sehen, dass hier auf jeden Fall zu viel ist. Das heißt, wenn wir das Kohlekraftwerk runterfahren. Und da tut sich noch nicht so viel. Wir könnten hier nochmal versuchen, das Kraftwerk hier runterfahren. Was passiert dann? Ah, das hilft uns schon mal. Das reduziert die Leistung auf 94 und 85%. Geht das noch weiter runter? Ja, das sieht ja, das ist ja einfach. So, ah, das Kohlekraftwerk in Nordholland einfach aus. Dann sind wir jetzt hier bei Null Leistung. Die Leitungen hier sind nicht überlastet. Noch 300 Megawatt zu viel. Und da kann auch das Kohlekraftwerk wahrscheinlich auch noch weiter runterfahren. Boah, das ging ja wunderbar. Jetzt haben wir es also geschafft. Netz ist wieder ausgeglichen. Wir sind die 2 Gigawatt Überlast los. Netzfrequenz hier oben links 50%. Und keine der Leitungen liegt über 60%. Also 80% ist sogar die Grenze. Da sind wir ja ganz entspannt. Naja, ist super. Also gut, gucken wir weiter, was nun passiert, wie sich die Wetterbedingungen nun verändern und dadurch natürlich auch das Netz belasten. So, was haben wir jetzt? Also wir haben also in Süddeutschland plötzlich ein Wolkenfeld, was aufzieht. Dadurch reduziert sich die Stromproduktionskapazität der Photovoltaikanlagen in Bayern, also im südlichen Teil Deutschlands. Na gut, gleiches Problem. Also uns fehlen jetzt plötzlich 1,5 Gigawatt Leistung im Netz, weil die Photovoltaikanlagen in Bayern 1,5 Gigawatt weniger Strom produzieren. Das müssen wir ausgleichen. Das führt auch dazu, dass diese Nord-Süd-Verbindung deutlich überlastet ist. Ja gut, das Erste ist, wenn wir sehen, der Strom fließt von Nord nach Süd. Wir wollen dieses Problem lösen. Dann fahren wir dieses Gaskraftwerk hier mal hoch. Also 8,1 auf. Was geht denn da so viel wie geht? Oh, das war schon 9,1 Gigawatt. Das scheint das Maximum zu sein. Das gucken wir uns mal eben an. Das Kraftwerk, ja, das kann 9,1 Gigawatt. Das ist die maximale Kapazität. Ne? Rechtsklick kann man sich die Kraftwerkseigenschaften anzeigen lassen. Also das Kraftwerk ist bei maximaler Leistung. Wir sind bei 9,1 Megawatt. Also das haben wir. Wir haben das Ziel noch nicht ganz erreicht. Es fehlen noch 500 Megawatt. Und wir haben hier noch 81%. So, das heißt, was können wir noch tun? Mal schauen. Also die restlichen Leitungen sind in Ordnung. Wir könnten jetzt noch versuchen, wenn wir das, können wir hier unten, nee, das Kernkraftwerk können wir nicht fahren. Wenn wir jetzt hier das Kraftwerk hochregeln, was passiert denn dann? Ah, das sieht doch gut aus in Polen. Also, wenn ich das jetzt hochfahre, gehen die Netzlasten zurück. So, wunderbar. Warum passiert das? Klar, wir haben also immer noch den Transport hier,
Nord-Süd, aber wir können diese Alternativroute über Polen und Tschechien nutzen, dass also weniger Strom hier nach Osteuropa fließt. Das heißt, wir fahren hier das Kraftwerk mal noch um weitere 300 Megawatt rauf. Ja, das war es auch schon. Wunderbar. Also, das heißt, wir haben jetzt hier 21 Gigawatt Steinkohle. Ist natürlich jetzt nicht ganz im Sinne des Klimawandels, weil wir natürlich jetzt sehr viel Steinkohle verstromen. Aber unser Ziel ist ja die Stabilisierung des Netzes. Wir sind bei 50 Hertz. Keine der Leitungen liegt über 80%. Na super, das war ja wunderbar. Na, schauen wir mal, was jetzt noch kommt. Aha, also wir haben nun ein Problem mit einem Kernkraftwerk in Belgien, dass also ein Reaktor runtergefahren werden muss, und zwar von einer Leistung von 6,2 auf 4,7 Gigawatt. Gleichzeitig steigt die Windlast oder steigt die Windgeschwindigkeit. Wir haben in Norddeutschland höhere Windproduktion. So, also das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir unsere Leitung wieder stabilisieren. Die Reduktion des Kernkraftwerks wird ausgeglichen durch die Windenergie. Das ist ja schon mal positiv. Aber jetzt müssen wir trotzdem eingreifen. Also auch hier wieder das Ziel 80%. Wir sehen, das Problem ist hier in Holland, vor allen Dingen, da haben wir so eine Überlast. Hier diese Leitung von Nord nach Süddeutschland ist also auch über 80%, und in Frankreich haben wir Überlast. Na gut, also schauen wir mal, was wir da machen können. Wenn wir dieses Kraftwerk hier hochfahren, das reduziert uns schon mal das Problem der Überlast in Holland. Führt natürlich dazu, dass wir dann die Netzfrequenz erhöhen. So, also das heißt, können gleichzeitig nochmal gucken, dass wir hier in Belgien noch einen Ausgleich erreichen. Wenn das Kernkraftwerk hier in Belgien runtergegangen ist, dann gleichen wir das mal aus, indem wir hier das Gaskraftwerk rauffahren. Das sieht doch auch schon mal sehr gut aus. Damit haben wir das Problem gelöst, was die Last angeht. Aber wir haben immer noch 1,1 Gigawatt zu viel. Na gut, dann fahren wir doch mal hier die Kohle runter in Hamburg. Was passiert dann? Ein bisschen klicken, sehen wir, die Netzbelastung ändert sich quasi nicht. Na gut, dann sollte das unser Problem eigentlich lösen. Zack, wunderbar. Also 8,9 Gigawatt Kohle, das Kernkraftwerk haben wir ausgeglichen. Klar, dadurch, dass wir mehr Windenergie in Norddeutschland haben, fahren wir einfach entsprechend das fossile Kraftwerk runter, um diesen Anstieg auszugleichen. Alle Leitungen liegen bei unter 80% Last. Na, wunderbar, das haben wir ja sehr gut gelöst. Ja, wunderbar. Also, das haben wir erfolgreich gemeistert, dieses komplexere Problem. Ist natürlich immer noch stark vereinfacht, aber das ist halt die Aufgabe eines Übertragungsnetzbetreibers oder der Übertragungsnetzbetreiber in Europa, sich dort gemeinsam abzustimmen, vor allem was den grenzüberschreitenden Stromaustausch angeht, um die Netze zu stabilisieren. Das passiert natürlich weitestgehend automatisiert, dass da jetzt also ein Ingenieur und Ingenieurin nicht aktiv eingreifen muss. Das läuft also computerbasiert. Aber dennoch eine herausfordernde Aufgabe, vor allen Dingen durch den steigenden Anteil an regenerativen Energiequellen, die natürlich nur nach unten geregelt werden können, aber nicht beliebig gesteuert werden können, wie die fossilen Kraftwerke. Naja, aber das haben wir doch jetzt hier wunderbar gemacht, Problem gelöst, und damit haben wir unsere nächste Medaille gewonnen und können uns dann im nächsten Let's Play mit dem dritten und komplexesten Szenario beschäftigen, The Fresh Evening. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.